Willkommen bei Orca Chess. Wir blitzen hier eine kleine Runde. E4, E5. Spanische Eröffnung, Kurzio-Verteidigung. Ruhig ein bisschen angreifen. Solide Bank. Solide Bauernstruktur hier. Ist F5 gut oder ist das ein Trash-Move? Komm. Ich habe wegen der Diagonalen ein bisschen, ne? I don't Lieber die solide Bauernstruktur halten, die F-Linie ein bisschen ausschlachten. H5, G4. Erstmal dieses Feld hier ist ziemlich, ja, ist ein Traumfeld für den Springer, gell? Ah, das ist ein Traum, das, stellen wir mal die Masse ins Zentrum. Turm B8 auch, hat auch was, aber ich will eigentlich D5 spielen, dass ich dem Springer das Feld hier wegnehme, also, weil E4 ist halt ein richtig geiles Feld für den Springer. Das ist abartig geil. Hallo, das Feld C5 dann, ja. Es gibt nichts umsonst. Nothing for free. Der Läufer hat noch, der hat noch Potenzial. Der Springer wirklich so schlimm? Andere Option. Läufer auf C6 umgruppieren. Steht er da wirklich besser? Also typisches positionelle Aufgabenstellung. Also wie verbessere ich hier meine Figuren? Also wie Planfindung und Figurenoptimierung.
Sehr statisch, ja, das. Ist positionell nicht der cleanste Zug, da bin ich mir sicher. Ich habe das Gefühl, ich möchte, ja, das D5 ist halt schon so ein, das bringt halt Action in die Stellung, das bringt, ja, feine Art schwächt es auch E5. Aber gut, für ihn ist es auch nicht einfach. Er muss ja auch erstmal durchschlagen mit irgendwas. Komm. Positionell falsch. Dynamisch wahrscheinlich. Eine spielbare Option. Es sind immer viele Varianten, die man spielen kann. Es gibt nichts, was hier im Stein gemeißelt ist. Also ich sehe auch hier schon Qualitätsopfer auf F3, die mir ein bisschen Dynamik geben, wo einfach die Stellung sprengen. Okay, was können wir tun? Da steht Dame, das geht nicht. Als Qualitätsopfer können wir spielen. Wir wollen Action. Wir wollen echtes Schach. Es hat halt hier Schwächen dem Lager, der Läufer hat Potenzial, das Läuferpaar kann jetzt quasi aus der Tiefe zurück ins Spiel kommen, die Dame an Königsflügel umgruppiert werden. Also die Stellung ist wahrscheinlich gut für Weiß, also durch den Bauern auch, aber taktisch gibt's hier einfach Hoffnung. Na gut, also er muss nachdenken. Also es ist nichts, was hier offensichtlich ist. Okay. Gut. D4 ist immer in der Luft. Einfach den Läufer hier reinzubringen. Aber der hier ist eigentlich thematisch. Die Dame muss zum König. Da will sie hin. Queen marries King. Aber ich möchte die Dame verheiraten. Also ich möchte meinen King natürlich, König natürlich nicht verheiraten. Okay, jetzt ist der natürlich, huiuiui, ah. Der ist nicht gut, weil die Dame angegriffen ist. Da müssen wir aufpassen. Okay, das ist wahrscheinlich der solide Zug hier. Die Stellung öffnet sich, aber trotzdem ist hier noch Dynamik da. Der hier ist wichtig, der Läufer muss mitmachen. Der Läufer ist ein Stürmer. Der Läufer muss rein. Hier hätte man auch klatschen können, wäre auch gut gewesen wahrscheinlich. Dame G4, Dame G4 ist natürlich. Kann ich denn hier. Die Diagonale, wenn ich auf die Diagonale komme, wäre es natürlich auch geil. Ich will auf die Diagonale. Das ist eine gefährliche Diagonale, das ist Action. Das ist einfach Tschernobyl. Aber eine neue. Okay, jetzt haben wir die weißen Steine. Wir spielen E4. Skandinavisch. Okay, die Variante. Wie ging das nochmal? Springer F3 ist, glaube ich, eine solide Bank. Jetzt sind wir sogar so, als wird es wieder eine Hauptvariante. Ich hab mal ge Eigentlich spiele ich mit Springer C3 die Hauptvariante, aber ich habe gehört, dass man hier mit C4 schön die Dame chasen kann. Wahrscheinlich den hier, oder?
Ein aus Russland. Okay, jetzt hat hier Pressure auf den Bauern. Das ist vielleicht Springer C3, ist das gut? Wahrscheinlich thematisch, oder? Aber mit der langen Rochade, da kriegt er immer Dynamik. Wenn der Bauer nicht gedeckt ist, muss man da schon aufpassen. Springer B5 sieht irgendwie normal aus. Läufer F4 sieht auch ziemlich organisch aus, oder? Mach mal. Einfach auf die Gabel spielen, einfach Druck machen. Läufer G3, da fühlt er sich doch einfach pudelwohl, oder? Und wir trauen C4. Das macht er, ah, okay, macht er den. Springer C3 oder Springer A3? Oder trotzdem C4? Trotzdem C4 sieht einfach nicht. Springer C. C4, die Bauern wollen smashen. C4, D5, das muss einfach dynamisch durchgehen. Rochade, heterogene Rochaden. Ich denke, da haben wir die höchsten Gewinnchancen, auf Gewinn zu spielen in der Stellung. Springer C4, versuchen hier umgruppieren, Gabel, Läufer gewinnen. Okay, das hat er natürlich gesehen. Und jetzt bekommen wir das Läuferpaar. Stehen wir schon gut. Ist das gut? Ja, es sieht schon, es sieht thematisch aus, sag mal so. D5 sieht auch thematisch aus. Aber die Zeit ist unthematisch. Aber D5 ist ein thematischer Zug. Linien öffnen, Türme rein. Masse, Masse. Material to the King. Ist wie in der Physik. Sieht auch schön aus mit B4 irgendwie. Aber es ist ja nichts Verspieltes hier machen. Turm C1, C5. Sieht normal aus irgendwie. Okay, es steht da nicht mehr in der Linie, aber es steht in der Diagonalen. Also kann ich trotzdem C5 spielen, wie ich das sehe, oder? Oder ich kann erst tauschen, dann C5 spielen. Erst tauschen, dann C5 ist natürlich der gierige Zug, aber man muss jetzt erstmal ein Rezept dagegen finden, gegen diesen C5-Zug, weil der sieht's. Aber wobei, jetzt Springer E4, also vielleicht ist es doch nicht so stark, aber wir spielen jetzt einfach den. Springer E4 sieht's. Springer F5 macht er. Ist nochmal anders. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen, ah! C6 ist ein Player, oder? Machen wir denn? Also gar nicht die Linien öffnen, sondern einfach den König cracken. Why not? Wie bringen wir jetzt hier. Ist das verspielt oder ist das okay? Er ist auf jeden Fall komplizierter. Man hätte ja auch gleich klatschen können, aber es ist irgendwie so viel Options, hat ja weiß. Es muss erstmal sich koordinieren. Wahrscheinlich ist es voll okay für Schwarz, weil es einfach trotzdem hier eine kompakte Bauernstruktur ist. Und die King Safety ist noch nicht so kritisch. Er kann auf der siebten Reihe auch viel verteidigen. Also alles noch so. Okay. Ja, also weiß steht schon einen Tick besser. Ich bestehe besser.
Natürlich eine subjektive Einschätzung. Sind deine Springer, gell? Pawn oder Rook? Sehe jetzt kein Problem bei Pawn. Wir können jetzt auch einfach mal den Fokusmodus wechseln. Das sieht doch vielleicht mehr vom Chessboard. Schach. Sieht schon nicht bombenstark aus. Komm, die hol mal. Die Mutti nehmen wir mit. Aber gut, das ist nur die Mutti. Ah. Es hat auch nicht so viel Substanz, die ganzen Schachgebote hier. Es geht schon besser alles eigentlich. Die Bauern halten, das sind einfach starke Bauern. Strong Pawns. 49 Sekunden. Eigentlich sollte man während dem Schach nicht aufs Handy gucken. Pawns. Und Turm. Komm, der Turm ist rein. Stellung ist gewonnen, aber die Zeit ist knapp. Da hat man auch direkt Schach geben können. Da muss man ja keine Show machen. Es kommt der Springer hier halt schön rein. Immer diese Showplayer hier. Machen wir mal hier auch ein bisschen Druck. Ich glaube, schöner hier mit dem Schach einzufallen. Aber wie geht es weiter? Wie komme ich hier weiter? How can I improve this position? Der Turm muss irgendwie eindringen. Oder vielleicht hier ein Leverage-Move. Ah, der Springer hat auch tolle Felder. Da fühlt er sich pudelwohl. Das nehme ich mal weg, diese Einhornfelder würde ich sie fast schon bezeichnen. Freibauer müssen laufen. Aber der Turm verteidigt halt alles. Gell? Das ist halt, ja, vielleicht den Bauern ein bisschen. Ach, ich hätte nehmen können. Das ist so einfache Züge manchmal. Ist einfach schade, wenn es an solchen Sachen scheitert. Das ist auch ein Zug. Mescalero, Mann. Der Bauer macht's. Aber der König ist einfach. Ah! Der Bauer macht's. Das ist ein Leonidas, ein Spartiat. Keine Matz, oder? Komm. Das war auch nicht der cleverste Zug. Das war einfach ein Trash-Move. Oh Mann.
Boah. Scheiße. Ich werde doch noch mit einer Dame hier den Springer dominieren können. Okay, wenigstens auf Zeit gewonnen, aber oh, Revanche-Partie, die geht man natürlich. Okay, Springer F6, kann was Indisches werden, C5. D5, wir spielen das Wolga-Gambit dynamisch. Okay, Nebenvariante. Na, spiel mal das, habe ich lange nicht mehr gespielt. Das nennt sich Blumenfeld-Gambit. Also einfach versuchen, die Dynamik früh an sich zu reißen, Zentrum besetzen. Diese ganzen strategischen, ruhigen D4-Spieler einfach versuchen, ja, also eine dynamische Antwort zu finden auf dieses ruhige, positionelle Spiel. Okay, jetzt kommt hier ein Schach. Soll ich jetzt den Springer zwischenziehen? Oder den Läufer? Läufer wahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass es positionell blöd ist, den zu tauschen, aber ich hab einen Bauern weniger, aber ich habe ja dafür dieses Zentrum. Jetzt mal gucken, ob das uns was bringt, ob wir da weiterkommen. Die Frage, am Königsflügel zu spielen oder am Damenflügel so die Masse aufzubauen mit den Schwerfiguren. Aber das Blumenfeld ist jetzt auch keine typische Wolga-Stellung, muss man halt auch sagen. Aber man kann natürlich auch Pläne vom Wolga-Gambit innerhalb des Blumenfeld-Gambits nutzen. Ah je, das ist nicht einfach. Aber man muss einen Zug machen. Läufer B2 halt, gell? Ja, jetzt komm, es geht mit Masse daran. Versuchen, auf die Bauern zu gehen. Okay, stopft da das ganze System einfach, gell? Es gibt halt auch hier Felder. Also der spielt stark. Der spielt sehr stark. Hat auch fast 2-2. Der hat auch fast... Hi. Heidenai. Heidenai, sagen wir hier. Siebte Reihe oder C? Fährt hier irgendwie. Auf jeden Fall wollen wir hier noch einen Fight liefern im Blumenfeld-Gambit. Und hier nicht einfach resignen. So, bringt das was? Nee, es bringt nichts. Ja, der Springer steht halt schon schön, das muss man ihm lassen. E4, Dame hängt. Schönes Feld von Springer. C4, ah je, umgruppieren. Heieiei. Positionell müssen wir hier aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie ein Fettnäpfchen dappen und irgendwas desseln. Was machen wir mit dem Läufer? Hat er irgendwie Potential? Der hat. Ist das gut? Da muss er wenigstens F4, ist F4 ein bisschen unterbunden. Das ist vielleicht so ein kleines Argument.
Gut, es geht auf den Bauern, das war klar. Ja, das hat er positionell schon gut gemacht. Jetzt können wir Läufer G5 spielen und dem Turm des Feldes C1 wegnehmen. Da steht er echt gut. Muss man ihm leider lassen. Oder man kann prophylaktisch einfach den spielen und den decken. Ohne hier groß. Ich hatte ein Zugeständnis, hat er einfach einen Bauern mehr und noch eine bessere Bauernstruktur. Und der Springer passt auch zu der Bauernstruktur. Also das ist jetzt wirklich keine schachliche Standstunde, die wir hier haben. Aber wenigstens kann ich jetzt hier noch einen Rookshift machen und das vielleicht so verkaufen, dass es geil aussieht. Hoffentlich ist es auch geil. Okay, jetzt, oh je. Oh. Das kann einfach verstärken mit Dame C2, oder? Zum Glück hat er es nicht gemacht. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder? Oh, Dame C4. Ah. Gut, da können wir einfach nur sagen, gehen wir aus dem Fokusmodus raus. Guter Mann. Hat er Grundreihenprobleme noch? Gibt es irgendwas? Es gibt nichts mehr, oder? Das bringt gar nichts mehr. Ist der Bauer gefährlich? Nee, gell? Es geht mal auf. Fair Play. Ha, je. Back to Focus Mode. Nochmal ein Wolga, wenn wir Glück haben. Nächste Wol oder Blumenfeld kommt drauf an. Wolga. Die spielen alle keine Hauptvariante mit dem Schlagen. Die lehnen das irgendwie ab. Das ist doch scheiße, was ist das? Ah, je. Das war nix. Ja, das war gar nix. Hier ist Springer C4. Turm A3, ich weiß nicht, ob der gut ist. Hab aber halt auch alles schon mal gesehen, gell? Vielleicht tauscht er die Damen. Dann tauschen wir sie gerne auch. Man muss es auch. Okay, er hat ihn gespielt, okay. Ist natürlich ein logischer Zug. Macht C4 Sinn? Nee, egal, oder? Nee. B4 kann jetzt natürlich von ihm kommen. Mit der irgendwie was Idee. Jetzt bringen wir mal den Springer rüber. Vielleicht tatsächlich dann C4 und versuchen mit dem Springer hier neue Felderpotenziale auszuschöpfen. Im Wolga ist es nämlich ziemlich cool, die Damen zu tauschen, auch wenn man Bauern weniger hat. Weil die Schwerfiguren einfach durch diese Freiheit, also keine Bauern davor zu haben, einfach super organisch, gesund in die Stellung eindringen können.
Tauscht er den Damen? Wahrscheinlich weiß er es. Ja, und zwar, ja, über 2-1, chess.com. Mescalero, ja. So. Was soll das? Was ist der Unterschied? Die Springerstalterin, oder? Ah, gut, okay. Machen wir mal den. Der Turm will eher am Damenflügel spielen. Hätte auch nehmen können und dann den Springer rein. Okay. Jetzt wird es natürlich konkret. Habe ich hier gelabert? Jetzt muss ich die Dame tauschen, oder? Hat er schön, sehr schön gemacht. Sehr schön, sehr schön. Muss ich tauschen, oder täusche ich mich da? Läufer schlägt, ist auch eine Option, aber der Läufer ist halt so ein, ist die stärkste Figur von Schwarz eigentlich. Oh, ich habe doch gesagt, ich muss die Dame tauschen, das spielt die Figur weg. Oh, wie kann man das tun? Ah, oh, je. Warte mal, hat die Dame noch Felder? Auf jeden Fall kann ich hier klatschen. Das ist natürlich kritisch, wenn man einen anderen Zug ausführt, wie man denkt. Das sollte man natürlich darauf achten. Das hatte ich jetzt auch noch nie gehabt. Wobei Springer B6 ist noch ein bisschen Defender. Auch nach Läufer H6. Weil der Springer durch den Turm gedeckt ist. Ich kann auch jetzt den spielen. Auf jeden Fall ein interessanter Zug. In any case, interesting approach. Okay. Jetzt nimmt er den Turm, da hinten hängt der andere. Das ist seine Absicht, oder? Muss ich so nehmen. Gut, jetzt habe ich natürlich auch wenig Material. Ich habe halt eine Figur eingestellt. Gut, der Springer steht hier ziemlich geil. Ziemlich gut. Der Bauer ist halt stark. Das ist ein Traumfeld für den Springer, das ist klar. Kann ich hier irgendwie in dem Zentrum arbeiten vielleicht, dass das auch mitspielt. Und hier ist der Turm, irgendwie der Diagonalen. Also er besetzt gleich das Teil hier. Er möchte jetzt hier runter. Ich weiß ganz genau, was du willst, Junge. Ganz genau. Und das Problem ist, manchmal bringt es nichts, das zu wissen, was der Gegner will, weil es einfach so gut ist. Kann ich hier nehmen? Da kommt halt da runter, der Typ. Das ist halt. Komm, wir wollen dynamisch spielen, wir wollen einfach mitmachen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten: sichere Kugel und Dynamik. Natürlich gibt es mehr Möglichkeiten. So, jetzt kann ich hier. Den soll ich nicht nehmen, oder? Springer E6 ist ja auch noch ein guter Defender, oder? Spielen wir den. Spielen wir den. Einfach aus diesen ganzen Motiven rausgehen. Wie macht das hier überhaupt weiter? Weil
Ich krieg jetzt auch Dynamik. Toller Springer eigentlich, oder? Turm und eine Gabel. Einfaches Schach. Wie Babys spielen. Schnuller. Ich Gabel ist der Schnuller. Okay, die Gabel hat er gesehen. Das ist natürlich, also dann ist die Strategie, die tiefsinnige nicht aufgegangen, wenn er diese Gabel sieht. Er hat keinen Abzug, oder? Das ist auch Sebastian Pokern. Abzug ist nicht gleich Abzug. Er kann jetzt den nicht nehmen, weil ich den dann klar. Er hat einen Abzug. Oh Mann. Also die Regel gilt natürlich nur, wenn es wirklich keinen Abzug gibt. Abzug ist gleich Abzug. Hier gab es halt einen Abzug. Das ist natürlich problematisch, wenn es halt wirklich einen Abzug gibt. Oh, ich hätte einfach den Bauern klatschen können. Das ist ein wichtiger Bauer an dem Lager. Ich Zigeuner. So ein Zigeunertum. Tausch mal die Jungs. Die Freibauern sind auch noch. Das ist einfach noch ein Asset in der Stellung. Sein Freibauer natürlich auch. Turm angreifen, versuchen Turm zu gewinnen. Bauer hängt. Aber Bauer angreifen. Zeit gewonnen, okay. Ja. E4, wir bleiben beim E4-System. Pir könnte es werden mit G6. Spiel mal Läufer G5. Why not? Glaube, ich habe das schon mal auf dem Brett gehabt. Also diese frühe lange Rochade, eine ziemlich solide Bank in der Stellung. Springer F3 wahrscheinlich auch normaler Zug. Das Problem ist halt, er kommt jetzt halt nie zu H6 so richtig, weil die Figuren stark stehen. Ja, das ist interessant, das ist eine spannende Stellung. Einfach so ein klassisches Ding, heterogene Rochaden, Ideenfindung. Da muss er auch schon überlegen. Also ist wahrscheinlich nicht zufrieden. Wie viel hat er eigentlich? 2-1, Holland. Okay, der Läufer ist angegriffen hier. Ach, mal den. Ist ja die Frage, was man dem Läufer hier macht. Ob man den absichtlich auf E2 lässt oder vielleicht sogar auf die Diagonale hier umverlagert, dass er ein bisschen aktiver mitspielt. Manchmal gibt es ja auch Motive mit D5. Jetzt will er auch theoretisch Springer E4. Ich glaube, dass das hier halt kritisch ist, weil er dann D5 spielen kann. Und die ganzen Ideen mit Springer E4 werden dann wieder valide. Läufer D3 natürlich auch ein Zug, aber dann kommt Springer B4. Ich glaube echt, dass das eine solide Bank ist. Den Läufer hierhin zu spielen, Türme verbinden und dann vielleicht mit den Standardplänen. H3 vielleicht, oder?
Life Apart natürlich schön. Life Apart, oder? Schöne Stellung. Hier gibt es auch so Ideen, dass man hier einmal tauscht. Läufer schlägt, Springer D5 spielt, Dame schlägt hier, Springer schlägt den Läufer auf F6, schlägt, Dame schlägt, Bauernstruktur ein bisschen besser. Das könnte man nicht mehr machen, oder? Einfach mal strategisch spielen. Man muss nicht immer taktisch spielen, man kann hier auch strategisch spielen. Schach ist auch ein Strategiespiel. Das ist nicht nur Fighting in the Wind, Segeln auf freier See, irgendwelche Hautdegen-Aktionen abziehen. Man kann auch positionell spielen. Jetzt kann ich hier mit Schach zwischenschlagen, Doppelbauer und der Bauer ist isoliert. Weil es hier halt einen leichten positionellen Vorteil als Weißer. Aber es ist ein positioneller Vorteil. Muss man erstmal, das ist keine Gewalt. Da muss man kneten. Gut, es sieht eigentlich auch no normal aus irgendwie. D5 ist schlecht, weil dann das Feld hier freigegeben wird. So, sollen wir hier Figuren tauschen oder nicht? Jetzt will er halt auf die Linie gehen, gell? So, ist es gut, den Läufer umzugruppieren? Fragen über Fragen. Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht. Das ist schon gut, der Läufer ja schon gut steht. Aber der Unterschied zu F3 ist halt auch die Frage. Das ist einfach noch eine neue Diagonale auf der einen Seite, aber ist Loose Piece, gell? Loose Piece, schon dann. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem Turm? Gibt es hier auch Ideen, dass man irgendwie so was spielen kann? Vielleicht ist es sogar gut, denn. Ah. Ist das gut? Kann er Schach geben? Ja, vielleicht steht der Läufer hier doch nicht so toll. Er kriegt hier diese Felder. Der Läufer steht hier einfach gut. Der deckt einfach schön dieses Feld. Nach dem Schach ist theoretisch das Schach möglich, aber danach sind halt essentielle Felder gedeckt. Mescalero. Gut, also der Junge, der macht ja auch einen Deep Dive und denkt hier nach. Gut, okay, jetzt verbessert er seine Bauernstruktur. Was machen wir mit dem Jungen hier? Der König muss eigentlich auch mal kommen, oder? D3 steht da okay, oder? Jetzt stellt sich gerade auch die Frage, ist es hier gut, ins Endspiel zu gehen und die Türme abzutauschen? Ist es gut? Ja oder nein? Ich weiß es nicht sicher. Intuition sagt mir ja. Weil die Stellung nicht geschlossen ist und relativ offen. Deswegen denke ich hier, dass der Läufer gar nicht so übel ist. G4, okay. Das hätte man vielleicht nicht zulassen müssen, mit der G4-Dynamik hier zu antworten.
Kann auch im Läufer einfach nehmen. Wie sind die Bauernenspiele? Ich weiß, es ist schwierig. Aber das Bauernenspiel ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt, das Bauernenspiel ist doch nicht schlecht. Oder ist das Bauernenspiel schlecht? Es kommt dann nie an den Bauern ran. Das ist so die Idee von F3. Dass man einfach diese Doppelbauern hier hält. Ein Doppelbau ist ein Doppelbau. Und ich habe jetzt hier vielleicht habe ich die Majorität am Damenflügel und die muss ich ja irgendwie konvertieren. Das ist so die Überlegung, aber gut, wie machen wir das? König muss rein. Ich darf aber sein König auch nicht reinlassen. Das ist auch so die andere Seite der Medaille. Manchmal kann es auch gut sein, Bauern zu opfern, aber ich glaube, das ist ein bisschen verspielt. Gut, Pawns. Gut, es kann aber auch sein. Boah, keine Zeit. Boah, Mann, ich weiß es nicht. I don't know it so exactly how to play in this position. Jetzt habe ich es vielleicht gespoilt. Ah. Nein. Oh je. Oh. Kann man das. Es kommt mal in die Stellung nicht rein. Nicht schlecht. Ich würde sagen, das reicht für heute. Viel Spaß, und bis zum nächsten Mal bei Orca Chess.